Er wurde schwer verletzt, hat rechtzeitig einen Steckschuss über dem Herzen. Das nennen wir zuerst behandeln, weil das ist peripher. Dann hat er noch 5 Finger abgeschossen, das heißt, wir nehmen die ganze Hand ab und machen dann anschließend noch eine Amputation. Wer kein Blut sehen kann, das soll halt weg, weil ein bisschen wird bluten. Bei der Amputation nicht so sehr, das blutet nicht so weit, aber bei dem Brustschuss, da kann es ein bisschen bluten. So, Herr Kollege. So, meine Damen und Herren, noch mal was dazu. Ja? Die Armeen im 17. Jahrhundert waren eigentlich so, die ersten, die Wundversorgung, also im 16. und 17. Jahrhundert etwas größer geschrieben haben als ihre Kollegen vorher. Das 17. Jahrhundert war sowieso das Entdeckungszeitalter, da hat Harvey in England den Blutkreislauf entdeckt und so weiter und so fort, und dann konnte man bei einigen schlauen Geistern sehen in alten Büchern, dass die schon mehr auf die Funktion des menschlichen Körpers geschaut haben, als nur auf irgendwelche Säfte leeren und so. Ja? Das ist eine Weichteilverletzung, also die Prognose ist so schlecht, dass man sagen muss, da kann man nichts mehr machen. Da machen wir die dann schön stumpf danach und dann kann er betteln gehen. Ja? Abgesehen davon hat er hier irgendwo einen Schuss. Ja? Und das ist jetzt für mich, da ich damals ja noch keine Ahnung hatte, eigentlich die Indikation, diese Kugel rauszuholen. So. Zwei Finger breit über der Stelle, an der ich amputieren will, muss ich jetzt einen Hautlappen präparieren. Ja? Also ich den dann zurückziehe, den Knochen durchsäge und den Hautlappen dann rüberschwenke und vernähe. Ja? So. Mensch, das ist ein echter Mensch. Die haben nicht viel gehabt in den Lazaretten und so weiter. Der Hautlappen wird zurückgezogen. Jetzt kommen wir hier für die Sehne. Und dann ein schönes Stumpf machen, dann braucht ihr Haut. Das können wir alles vergessen. Bibi. Jetzt schaue ich jetzt selber zu. Kann ich das? Schau weg. Lecker. Das ist auch stumpf wie hier. Und hier können wir jetzt amputieren. Ja?
Deswegen wir jetzt, machen wir jetzt noch einen Rundschnitt. Das Gelenk. Ja, und jetzt hat der Knochen abgebrannt. Aber gar kein Säge, Mensch. So, der Knochen ist durch, jetzt kommen die Sehne noch durch. Nur lassen knapp vorher. So, die Hand ist ab. So, jetzt seht ihr auch, warum ich diesen Lappen hier übrig gelassen habe. Und zwar, dieser Lappen wird jetzt mit dem Haken eingehakt. Dann wird er ja auch mit dem Frauer und dann wird er so rübergeschwenkt über diesen Stumpf. Und jetzt brauche ich mehr Nadel und Faden. Ne? Normalerweise ist er jetzt weggedreht. Er ist so besoffen, der kapiert es gar nicht mehr. Dem da noch? Kein Verband wird mehr gelegt. Hat er jetzt auf die Britze gelegt? Ja, irgendwie. Dass er draußen aus lebt? Er lebt noch. Die Pupillen werden weit. Tja. Freunde, haben wir Pech gehabt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, das ist wieder ein typischer Fall von Pech gehabt. Vielleicht klappt es bei der nächsten Vorführung am morgen Nachmittag besser. Ich wünsche Ihnen noch einen Aufenthalt und danke für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wer Fragen hat, wir sehen uns.